deutsche Nationalmannschaft schlägt Ungarn mit 2:0. Wir haben bei den Stuttgarterinnen und Stuttgartern nachgefragt, wie sie die Leistung der Mannschaft bewerten. War super, auf jeden Fall. Also ich meine, dass wir das zweite Mal in Folge gewonnen haben, der Wahnsinn. Maxi, super Spiel. Undav zu spät reingekommen, hätte früher kommen müssen. Anton hat noch gefehlt, aber war auch okay. Führig, super Spiel gemacht. An sich top, kann man nicht sagen. 2:0 super. Ja, war wieder ein überragendes Spiel. Also gut zusammengespielt, schöne Tore, war gut. Super geil. Überragend. Mega Stimmung hier. Ja. Richtig geil. Das Achtelfinale ist so gut wie sicher. Besser kann es gar nicht sein. Ja, 10 von 10. Die machen das, was sie machen sollen. Und nicht mehr, nicht weniger. Ich bin überzeugt. Hat noch ein Tor gefehlt, dass meine Wette aufgeht. Aber super gespielt, kein Tor bekommen. Das ist das Wichtigste. Die Null muss hinten stehen. Ja, das war ein schönes Spiel. Ich hätte mir noch ein Tor gewünscht natürlich, aber mit einem 2:0 kann man gut leben. Aber die Defensive muss sich noch verbessern. Wir haben schon viele Chancen kassiert und Ungarn war auch nah am den Ausgleich in der ersten Hälfte. Hätte Manu den Ball ja nicht gehalten, aber ansonsten war das ein tolles Spiel und ich hoffe, dass wir auch noch gegen die Schweiz gewinnen. Was denkt ihr, was war heute der Ausschlag für den Gewinn? Ja, ganz klar Musiala heute. Also wirklich mit den Toren, hier ist alles abgegangen. Es war eine super Stimmung, auch die Einwechslung, Dennis Undav, Chris Führig, die haben nochmal richtig gezündet, es war super. Dass wir ein gutes Team sind, wir haben viele gute Pärchen, keine Ahnung, Tar, Rüdiger, Andrich Groß, Andrich war so stark heute. Wir sind einfach ein gutes Team, wir holen EM, wenn wir so weitermachen. Ich glaube, es ist schon die individuelle Qualität, aber ich meine, das Team ja, spielt einfach super zusammen, finde ich persönlich. Wir haben manche Fehler, aber passt. Ich glaube, dass der Zusammenhalt von dem Team jetzt zum ersten Mal wieder richtig groß ist. Das finde ich cool und ich glaube, das hat zum Sieg geführt. Ich finde einfach, dass diese Abwehr super spielt. Klar, das Abseits-Tor, aber trotzdem. Klar, Abwehr steht und Angriff fehlt noch ein bisschen was. Okay, sage ich nur noch, aber die Abwehr steht, finde ich. Weil wir so laut geschrien haben. Ja, wir wollten es einfach mehr, man hat es gemerkt. Und Chancenverwertung. Ja, war eine fantastische Stimmung. Nagelsmann hat es auch ganz clever gemacht und hat auch einen Undav und einen Chris Führig hier in Stuttgart spielen lassen. Das hat natürlich die Stimmung noch mal ein bisschen mehr angehoben, aber ja, wir waren dominant von Anfang an und ja, die Ungarn bis auf vereinzelte Angriffe hatten sie eigentlich keine Chance. Ja, die Stimmung vor allem hier im Stadion und dass auch Nagelsmann mit derselben Aufstellung gespielt hat wie im letzten Spiel. We love Germany, it's reborn to Germany next round, we love it, yeah! Wie geht's jetzt für die deutsche Nationalmannschaft weiter? Gegen Schweiz nochmal einen Sieg holen und dann ab durchs Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, dann ins Finale und dann holen wir uns den Sieg. Mit Vollgas gegen die Schweiz. Auf die Eins! Also ich will jetzt nicht pessimistisch sein, aber also Achtelfinale, dann schauen wir mal weiter. Was wird? Also ich sage auf jeden Fall, Achtelfinale schlagen sie auf jeden Fall. Halbfinale wird schwer, aber wenn sie das Halbfinale schaffen, gewinnen die EM. Ja, ins Finale auf jeden Fall. Also zum Pokal, würde ich jetzt mal sagen. Mindestens. Ja klar, also das Ziel ist Europameister, was soll man anderes sagen, aber schauen wir mal, was wird, ne?